Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Monster Hunter Rise ohne Rüstung. Heute kämpfen wir gegen den Königsflutrott und ich habe das leichte Bogengewehr von Theostra mitgenommen, weil ich damit Perforierflamme schießen kann und Flamme natürlich auch und Schrapnell. Schrapnell finde ich ganz cool irgendwie. Also hat Spaß gemacht, jedenfalls als ich im Trainingsbereich hier mit rumgetestet habe, wie das genau funktioniert. Dann habe ich noch den Todessturm-Talisman mit Nachladetempo, Rückschlussdämpfer und Zielsicherheit. Zielsicherheit brauche ich ein bisschen, weil die Abweichung schon sehr hoch war. Und durch den langen Lauf kriege ich auch noch mal ein bisschen mehr Genauigkeit. Also sollte das mit Zielsicherheit 1 plus langer Lauf eigentlich klappen. Nachladetempo ist auch ganz gut. Den Rückstoßdämpfer brauchen wir eigentlich nur eine Stufe, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es geht auch so. Und dann habe ich mal einen anderen Floyer mitgenommen. Einen Grund gibt es dafür nicht. Aber wir wollen jetzt starten mit der Quest gegen den Königsflutrott. Und hoffen, dass der Deathcounter sich nicht erhöht. Und Leute, ich habe jetzt zu Anfang noch eine schlechte Nachricht. Am Samstag, den 21.8. werde ich nicht streamen. Da habe ich keine Zeit. Also das geht sich nicht aus. Da gebe ich aber noch einen Community-Post raus, dass das jeder mitkriegt. Aber ich wollte es jetzt schon mal im Video sagen, dass ihr das auf dem Schirm habt. Und auf Montag wird höchstwahrscheinlich auch nichts stattfinden. Also ich mache noch ein paar Videos für morgen und Montag dann fertig, dass ihr da irgendwas anderes habt. Aber Streams werden die beiden Tage jetzt höchstwahrscheinlich nicht kommen, weil es sich zeitlich einfach nicht ausgeht. Ja, das wollte ich noch sagen. Okay, das mit der Zielsicherheit, das hat sich auch wieder geklärt. Ich hätte doch auf Zielsicherheit 2 gehen sollen. Nein, nicht verrecken. Der macht Damage. Kann auch auf Schnitt gehen. Ach nein. Ich heile mich lieber nochmal. Nö, der macht ja eine Liste. Eigentlich ist es so schwierig. Eieieiei. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich weiß, ich musste jetzt schon ein bisschen heilen, aber ist egal. Da müssen wir durch. Ich könnte auch Deto schießen. Ich glaube, ich habe Deto sogar mit. Oh ja, hab ich. Komm mal um, dann kann ich dich beschießen. Oh, das kann ich noch. Oh, schon mal ein bisschen nachcraften. Oh, ach nein, ich hätte den jetzt so schön beschießen können. Oh, mit Schrapnell kann ich auch schießen. Warum mache ich das denn nicht? Ach nein, 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 nein. Nicht sterben. Das müssen wir hinkriegen, dass wir jetzt in der Folge auch nicht sterben. Das wäre gut. Ich weiß gar nicht, wer morgen dran ist. Ah, Baros ist, glaube ich, morgen dran. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Gehen da jetzt mal mit Schrapnell 1 rauf. Der bubbelt da jetzt ein bisschen rum. Einmal noch, alles klar. Also Schrapnell macht jetzt nicht so viel Damage, aber
Ich finde, das macht schon Laune. Und sagt so, Leute. Wie findet ihr die neue Event-Quest? Mit Kushala. Bringt die euch Spaß? Oh, habe ich eigentlich auf Aufnahme? Ja, habe ich. Ich wollte gerade sagen, habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Oh, das macht auch gut Damage. Die Feuerangriffe. Ach ja, ich greife mit Feuer an. Das ist zwar ein Wassermonster, aber der ist anfällig gegen Feuer, die Nase. Deswegen gibt es hier mit Feuer auf dem Kopf. Das ist ein bisschen schade, dass man mit der Feuerperfo sich nicht ständig bewegen kann. Das wäre toll. Da gibt es bestimmt auch eine Waffe, aber ich habe jetzt... Ich habe zwar mir alle angeschaut mit Feuer und Feuerperfo, die es gibt. Ich fand die Theostra-Waffe irgendwie am schönsten. Darum habe ich die genommen. In mir... Huch. Ist das Auge ja mal so ein bisschen mit. Also, das hat jetzt nichts mit dem Essen zu tun, aber... ich gehe mal darauf, was am schönsten ausschaut. Ja, toll. Oh, das war knapp. Kann auch noch mal Deto machen, da haben wir auch was von. Ups. Ich habe auch was zum Nachcraften, aber ich habe das, glaube ich, gar nicht in meinem Tortenmenü drin. Seite. Hä? Oh ne, habe ich tatsächlich nicht. Ich könnte es so nachcraften, aber jetzt zu spät. Dann machen wir mit Schnitt weiter. Da kann er ja auch mit umfallen. Das war Knabbi. Der will abhauen, ne? Ah, er haut tatsächlich ab. Aber wir sind noch nicht gestorben, das ist gut. Oh, ich hätte mich auch buffen können. Gut ist, dass der Rajang gerade nicht Hallo sagt. Das wäre auch nicht so toll. Der wird mich jetzt, glaube ich, kaputt hauen. Huch. Put, put, put. Ah. Buddel mal hier hin. Genau. Schnell heilen. Achso, ich hab mich gar nicht geheilt, ne? Ich Nase. Daneben. Ah,
Hey. War gut. Oh, der Königslutor, der ist so schön entspannt. Der läuft hier so ein bisschen langsam rum. Batscht sich da mal hin, batscht sich da mal. Das ist richtig toll. Ich glaube, das wäre von One-Hit-Shot gewesen. Von dem. Das, was er da eben gemacht hat. Oh, das war komplett daneben. Er ist kaputt. Kann Schrapnell noch mal nutzen, aber lange nicht. Geschafft. Oh, das war sogar recht schnell, oder? Das 9 Minuten oder so? Oh, das wäre toll. Vielleicht waren es auch 10. Aber das hat Spaß gemacht. Das fand ich richtig toll. Weil das war irgendwie einfach. Auch wenn der Anfang ein bisschen schwieriger ausschaute, aber an sich war das leicht. Das war schön entspannt. Guti, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denkt dran, morgen, 21.08. ist kein Stream, das schaffe ich nicht. Das gebe ich aber noch bekannt. Also dann mache ich noch einen Community-Post, dass die Leute Bescheid wissen. Aber es kommen Videos morgen. Und am Montag ist höchstwahrscheinlich auch kein Stream. Aber da gebe ich dann am Sonntag Bescheid. Dass ihr das dann wisst. Oh, fliegen die immer? Nee, ich dachte gerade... Könnte man echt mal ein tolles Bild drum machen um Schrapnell, oder? Was sagt ihr? Können wir mal machen. Beim nächsten Mal denn. Also, was heißt beim nächsten Mal? Ja, mal die Tage. Und dann kann ich da... Oh, dann kann ich da ein Video zu machen. Wow. Guti. Dann habt noch einen schönen Tag. 10 Minuten und 5 Sekunden. Das ist doch schon mal okay. Das war schneller als gedacht. Ja, habt noch einen schönen Tag. Und bis morgen. Tschüss.